da sind wir auch wieder hier in New Swamp of Swee. Wir haben eine der Level erreicht, in dem ich immer, ja, früher, als ich zum ersten Mal gespielt habe, total gesackt habe. Yay! Da freuen wir uns doch alle drüber. Ohne, ja, zumindest alle, die mich failen sehen wollen, wenn sich jetzt am meisten freuen. Denn jetzt wird's Fails am laufenden Band geben. Ich habe Glück, aber dass ich selber zweifle. Da wäre ich nicht auch nicht Starcoins sammeln müssen. Ja, mit seinen Kiddies. Ja, siehst du, habe ich auch schon verkackt. Ist halt schon wieder zurück. Nein, mach das nicht. Nein, da kommt schon so ein Kiddie angeschwommen. Siehst du, guck mal, da bedrängen sie mich schon. Verpisst euch doch mal von dem. Oh mein Gott, ich schieße die Dinger. Sag mal. Ich muss da hoch. Da kriege ich wenigstens einen Pinguin. Dann kann ich hier. Ach nee. Oh Gott. Das kann ja heiter werden hier. Ich versuche das jetzt auch wirklich ohne Item zu kriegen. Ich mache das mir mit Absicht schwer. Ja. Es gibt bestimmt sicher welche unter euch mich fehlen sehen wollen. Schwimm, Mario! Auch wenn du da dir 20.000 Mal den Kopf stößt. Nein. Shit. So, jetzt holt er bei den Pinguin. Sonst, ja. Bist du ganz schnell weg vom Fenster hier. Gut, das muss er also hier mitmachen. Ich dachte, er hat so viel Skill mit dem Pinguin, dass er da auch so hochkommt, aber ja, siehst du ja. Mario hat leider nicht genug Skill. Wo ist? Oh, nice. Hol dir den Stern! Hol dir den! Pixar. Come on! Hier sind doch alles nur Münzen drin. Hier hätte man noch nur Sterne fahren können. Ja, wir sind am Arsch. Wir sind am Arsch schon wieder. Wir sind wieder kräftig am Arsch. Ich glaube, hier ist da kein drin. Oh mein Gott, wir sind am Ziel. Oh mein Gott. Ihr wisst gar nicht, wie ich früher rumgefailt habe hier. Und das ist jetzt mal so easy mit allen drei Starcoins hier rausschaffe. Das ist wirklich krass. Daumen hoch dafür. So, ja. Was rede ich eigentlich für einen Scheiß? Na klar machen wir das. Toller Spinjump, Mario. So ist es nun mal deine Art, den Tod zu begrüßen, der dir die Chance gibt, bei so einem Spielchen mitzumachen. Schließlich ist es ja kein leichter Job, hier so ein Spielchen hier aufzubauen. Ja, und was tust du? Du begrüßt ihn mit einem Spinjump. Unglaublich. Und bisher hast du Unglaubliches geschafft. Ich nehm's zurück. Oder? Hm. Soll ich das machen? Ja, okay, war richtig. Letzter, wo ist er? Entweder treffe ich jetzt es gibt ja zwei Möglichkeiten. Entweder ich treffe jetzt einen Bowser, hab noch eine Chance. Entweder ich treffe jetzt den Bowser Junior und ich habe verkackt so instant, oder ich kriege es jetzt so den letzten Item und ich habe geschafft. Letzter Versuch. Ein Bowser Junior oder Item. Oh, nice. Lacker. Ich habe jetzt ein bisschen überlegt jetzt. Ich wollte beinahe jetzt in die Mitte da gehen. Aber
Dann habe ich mich doch noch für die obere Seite entschieden und es war richtig epic. Alles haben wir bekommen. Epic, was für ein geiler Start für diesen Part. Erste, so ein richtiges Skiller Sekt, oder? War das so ein First Try noch eben da? Ach, scheiß drauf. Auf jeden Fall war das an sich schon nice, ob First Try oder nicht. Ich finde es trotzdem geil und ja. Dann auch noch so richtiger Tafellachs, sag ich jetzt mal. Ja, bei diesen Tafeln. Aufhören. Oh, und jetzt mal sehen. Hier war irgendwo eine Starcoin. Ich gehe mal von zum Anfang an zurück. Und ab hier. Ach, die geht ja nicht mehr runter. Okay, dann. Das geht hoch. Das wird mir nicht springen. Hier. Hier schon mal nachfegen. Das geht hoch. Das geht hoch, hoch. Das geht runter. Da könnte möglich sein. Easy. Na, ah, hier ist an sich auch wenig Platz gewesen. Hier ist nichts. Höchstens Münzen, aber ja. Es ist nicht gerade mein Begehr. Hier ist auch nichts. Ich glaube, hier ist noch mehr gewesen. Ich habe noch. Ich glaube, noch eine Tür. Ja, Tür. Das müsste, glaube ich, mit dem Secret Access zusammen oder so. Weiß ich jetzt auch nicht so genau. Da doch Secret Exe, ne? Starcoin zwar keine, aber Secret Exe müsste es sein. Oh doch, Starcoin auch. Muss das Ding nur mal nach oben fahren. So, passt schon. Fahr nach oben, fahr nach oben, fahr nach oben. So, weiter. Nervig, gratterig. Oh, ein Big Boo. Fail. So. Okay. Secret Exit. Geht nicht richtig. Ja. Ich lag richtig. Wo reiten wir das jetzt hin? Ich glaube. Da nach links, ja, zum Toadhaus und zum Castle. Genau, optimal. Aber wir machen 100%. Wir müssen auch den normalen Exit und die letzte Starcoin sammeln. Beziehungsweise die zweite. Was irgendwie merkwürdig ist, weil das jetzt eigentlich auch die zweite war. Verstehe ich übrigens, aber okay. Auf jeden Fall der normale Exit führt zu. Müssen wir machen, indem wir diesen Schalter da betätigen, aber erstmal was hier ist. Ein Block, unglaublich. Der unglaubliche Block. Es hat sich ja voll gelohnt, ihn da reinzustecken. Der muss ja so unglaublich geil sein, dass sie ihn da reingesteckt haben. Krass, Nintendo. Okay. Achso, das ist so ein Gratterichloch, ne? Ja, Musik ist gut. Ich glaube, die gehen jetzt hier rein, ne? Ja, das ist so ein Gratterichloch, ne? Ja, ja. Ja! Da kommen die rein. Shit. Hier hinten ist auch wieder lang, ne? Starcoin! Nice! Damit hätte ich zwar nicht gerechnet, aber okay. Hat eigentlich mit was anderem gerechnet. Irgendwie wieder so ein Item oder so, aber okay. Na gut. Und hier ist es hier auch sofort. So, da haben wir es auch schon geschafft. Und ihr könnt es schon mal auch wieder auf Fails gefasst machen, denn jetzt kommt nämlich wieder ein Level, das zumindest mit den 100% Assi werden kann. Und da wir zumindest, wie gesagt, die 100% von Welt 1 bis 8 jetzt machen, ja, bedeutet das einige Fails.
4, 5. Und zwar gibt es hier unseren Freund Yoshi und die erste Starcoin ist zwar ziemlich simpel hier vorne hingesetzt. Aber ja, das Level kann trotzdem assi werden. Es ist nun mal Lucky Du. Ich kann ihn nicht leiden. Das ist eigentlich schon Grund genug, dieses Level zu hassen. Ja, am meisten gesagt, dass hier, glaube ich, eine Starcoin mit Lucky Du ist. Die Münzen sind ja wohl da nicht umsonst. Ja, geil. Ja, da ist auch unser Freund, der Yoshi. Da kannst du ja auch hier schon die ersten Beeren gönnen. Und den ersten... Nein! Hol's denn dir jetzt so! Hol jetzt diese dämliche Wolke! Gut, dann Yoshi, helf mir mal bei diesem Spacko da rum. Boah, ich hab gesagt, du musst mir helfen! Junge! Wie schon wegen den Kleinen, diesen... kleinen Spacko. Ja, auch schon drin bleiben. So, hier oben rein, bitte. Wenn ihr ob die letzte Sackhörner ist, ich hoffe mal. Ja, optimal. So. Gib mir die Wolke her. Gib mir die Wolke her. Naja, zumindest zu werfen die Münzen, das ist etwas Positives. Danke für diesen kleinen Support. Oh, okay. Oh, mein Pilze. Danke. Dann siehst du, die hauen eh ab. Warum müssen die immer, die mich supporten? Also die Lakitos, die mich supporten, immer abhauen. Und die, die mich haten wollen, die bleiben bis zum Ende da. Ist doch voll lame hier. Hier, seht ihr, hier der. Der supportet mich. Mit Coin. Der mich aber nicht supportet, ist ja. Ja. Das ist dieser Akito da und dieser dämliche Vollpfosten Yoshi. Machen die eine Rebellion gegen mich oder was? Erzähl mir keinen Scheiß. Echt? Der hat keinen Bock auf dieses LP. Naja. Was man positiv sehen kann, ist, dass wir, wie ich gerade sehe, alle Starcoins haben, dass ich ziemlich doll, ziemlich hart feier und dass wir jetzt instant weitermachen können. Also wenn das keine guten Nachrichten sind, dann weiß ich nicht. Wir können auch gleich uns hier 2 Sterne schnappen. Ja, warum nicht? Her damit. Wenn nicht, können wir sogar gleich mit dem Castle beginnen. Ja, genau. Können wir auch instant mit dem Castle beginnen. Ja, geil. Haben wir ja ziemlich viel in diesem Park geschafft. Dankeschön. So, jetzt aber Castle. Boss Time gegen Wendy. Hatten wir Messpart ja schon gegen den Fake, dem sie ja ins Castle abgehauen ist, mussten wir erst dann gegen sie kämpfen, weil wir zu viel Exe gemacht haben. Ja, und da haben wir ja mal gegen den Fake von ihr gekämpft und jetzt kämpfen wir mal gegen das Original. Mal sehen, was sie drauf hat. Ich hoffe etwas mehr als der Fake, denn ja, er hat mich zwar getroffen, aber ja. Sonst hat er eigentlich nichts drauf. Also ich hoffe, dass sie hier etwas mehr drauf hat. Sonst wird das hier lame. Der war lame auf jeden Fall. Der hätte wirklich nicht sein brauchen. Immerhin. Pilz, ja. Kommt ihr nicht mal. Ah, hier ist der erste Starcoin. Okay, na gut, dann wechsle ich mal kurz die Seite. Genau hier. Erstmal kill ich hier alle. Stand down. Sind wir im Hintergrund. Das ist Starcoin hier. So. Jetzt möchte ich gerne wieder auf die andere Seite. Dankeschön. Und die Starcoin möchte ich gerne haben. Ohne getroffen zu werden. Danke. Gut, dass sie gewartet haben. Dankeschön.
So, sonst hätten wir schon 2 Star Coins. Fehlt noch die letzte. Mehr von diesen nervigen Stachelsäulen. Ah, shit, da konnte ich mich nicht mehr sicher bringen. Der ist leider nicht genug gerutscht. Das hätte Luigi geschafft, aber Mario leider nicht. Der hat nicht den Skill dazu, um dort hochzuspringen. Hä? Ich hab noch nicht mal unten gedrückt. Ich wollte nach oben. Okay. Ich wollte zwar nicht hier lang, aber okay, das nehme ich auch an. Solange es hier ein geiles Item gibt. Ja. Vielen Dank. Ja, ich hätte Folge mehr gebraucht. Aber okay. Warten. Hast du ja ein bisschen lang gebraucht. Ich dachte, du kommst sofort instant. Ruhig. Treffen oder zumindest versuchen mich zu treffen, aber ja, er hat ein bisschen gewartet. Ach so, ja, wenn es hier doch noch ein Teil mit unter Wasser gibt, dann ist gut, dass ich ihn bekommen habe. Schön geschwind hier durch. Und sogar nur noch von einem entdeckt worden. Die anderen haben mich gar nicht mal bemerkt. Oh Gott. Der ist lang. Alle, die jetzt zweideutig denken, behaltet eure Kommentare für euch, bitte. Oh ja, die Folgenummer, sag ich doch. Genau das brauche ich. Ich wollte eigentlich gerade sagen Skiller, aber ja, siehst ja. Der Skill wurde bestraft, sozusagen. Ja, siehst du? An sich wird's auch bestraft, denn ich habe jetzt keine Folgen mehr für den Bossfight. Na gut, dann haben wir jetzt eine kleine Challenge. Denn ja, mit Folgen wäre es halt leichter, aber ja, siehst ja. Was war das gerade eben? Lol. So, wie willst du Wendy supporten? Zeig mal her. So. Sag ich ja, hier wäre die Folgen im Vorteil. Weil wir unter Wasser sind, nämlich nicht auf sie springen können. Aber mit der Folgenummer hätten wir sie treffen können. Komm mal, spring mal hoch. Sag, spring hoch. So, jetzt haben wir es gleich mit 2 Ringen zu tun. Kacke. Oh, wie viel ist da noch rausgekommen? So, du machst keinen neuen Ring. Nein, Wasser kommt nicht nochmal neu. Komm raus. Please. Oh, das Wasser kommt gerade hoch. Oh, shit. Ganz knapp noch. Wenn jetzt nämlich nochmal Wasser kommt, dann ja, hätte ich ein kleines Problem. Dann hätte nämlich schon wieder die Chance gehabt, ein paar Ringe hier hinzupacken und ja, dann hätte ich die Arschkarte gezogen, weil dann hätte ich nämlich sozusagen keine Chance mehr gehabt, die nochmal zu treffen. Wer auch immer gerade diesen Shit geflogen hat, der wollte gerade Bowser Jr. haten. Das ist auf jeden Fall klar. So, ja, und offensichtlich, wie es aussieht, ist es noch nicht mehr Welt 4 zu Ende, denn, ja, hier gibt es das erste Luftschiff-Level. Hurra. Da freuen wir uns das alle. Das werden wir uns nämlich im nächsten Part angucken. Sei dabei und tschüss.